Jetzt freue ich mich wirklich an diesem E-Learning-Tag, wo wir Bilanz ziehen, wo wir auf 15 Jahre E-Learning-Tag zurückschauen und hier an der FH Joanneum, ja, das ZML wurde 98 gegründet, also auf 18 Jahre E-Learning, dass wir bei unserer Keynote drei Personen haben, die Ihnen E-Learning aus ganz unterschiedlicher Sicht vorstellen werden. Mein Kollege Wolfgang Renninger ist ein alter E-Learning-Hase. Wir haben gestern versucht herauszufinden, ob wir seit 2001 oder 2002 kooperieren, auf jeden Fall schon lange. Das heißt, er hat die Sicht des Early Adopters. Und meine Kollegin Gabriele Schwarze sagt immer, sie ist eine totale E-Learning-Anfängerin. Entscheiden Sie selbst, ob das wirklich der Fall ist. Meiner Meinung nach macht sie schon sehr beherzt, sehr viel in E-Learning, aber im Wesentlichen kürzer als Wolfgang. Und ja, was ich besonders toll finde, ist, dass wir bei diesem E-Learning-Tag endlich auch die Sicht der Studierenden prominent vertreten haben. Sonja Tautscher war Studentin des berufsbegleitenden Masterlehrgangs an der FH Joanneum und sie wird uns sagen, wie das, was wir so tun, bei den Studierenden ankommt. Ich freue mich auf deine kritische Sicht und also ganz kurz zu den Lebensläufen, vielleicht mögt ihr dann auch gleich herauskommen. Also Gabriele Schwarze ist ausgebildete Ergotherapeutin und war im Therapeutisch tätig in der Pädiatrie, Neurologie und Geriatrie, hat sich weitergebildet in Masterstudiengängen Sozialmanagement und Medizinalfachberufe, arbeitet am Studiengang Ergotherapie seit 2009 und leitet das Institut Ergotherapie seit 2013. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Sonja Tautscher ist Soziologin, ist im Absolventin unseres Masterlehrgangs Public Communication, ist im Februar fertig geworden. Im Februar abgegeben, am 1. März durchgeprüft und vor 4 Monaten hier habe ich das Diplom bekommen. Ja. Und Sonja arbeitet als Webredakteurin der Stadt Graz und hat im Rahmen ihrer Masterarbeit einen Relaunch von www.graz.at vorgenommen. Das heißt, wenn Sie jetzt unsere Webpage der Stadt Graz aufrufen, dass die so cool ausschaut, es kommt. Wir arbeiten daran nächstes Jahr. Ja. Okay. Und Wolfgang Renninger ist Informatiker und Wirtschaftsinformatiker, kommt von der Technischen Hochschule Amberg-Weiden. Ja, und ist so ja, ein E-Didaktik-Bewegter, sage ich mal. Und damit übergebe ich das Wort an euch und ich freue mich wirklich auf die Keynote. Gut. Wunderbar. Ich kann das hier machen. Ich habe es. Nein, ich bin hier. Ja. Okay. Kann man mich hören? Ja, ich denke schon. Ja, auch von mir ein ganz herzliches Grüß Gott aus der schönen Stadt Amberg-Weiden. Das ist ein Doppelstandort. Wahrscheinlich kennt es keiner von Ihnen, außer ein paar Kollegen, die auch hier anwesend sind. Man kann sich das ganz einfach merken. Jetzt haben wir hier leider so Pappbecher. Aber wenn Sie da Porzellan stehen hätten und würden mal so eine Kaffeetasse umdrehen, dann steht mit hoher Wahrscheinlichkeit Bauscher Weiden da drauf. Und das ist das Weiden, wo ich herkomme. Also das zu meiner Herkunft. Jutta hat es ja schon angedeutet, ich bin so ein alter Hase, heißt, ich habe so eine gewisse Erfahrung, Schatz, ich bin auf der Erfahrungskurve des E-Learning schon vielleicht ein bisschen die Strecke entlang gegangen, was aber nicht heißt, dass ich jetzt in irgendeiner Weise mehr könnte als hier die Anwesenden. Ich denke, sie sind in dem Sinn alle Early Adopters, weil Early Adopters hat ja nicht unbedingt was mit der Zeit zu tun, sondern mit der Freude an der Innovation und das auch zu nutzen. Insofern würde ich Ihnen diese Erfahrungskurve ganz gern darstellen und auch aus meiner Sicht so die Herausforderung, die heute an die Hochschulen sich stellen, in diesem Themenfeld E-Learning Ihnen sagen.
Ich habe zunächst mal versucht, diesen Begriff Early Adopter, der ja von der Jutta hier auch mir vorgegeben worden ist, ein bisschen zu präzisieren und zu sagen, was ist das eigentlich, so ein Early Adopter? Und wenn man da so sich mal umschaut, dann kommen da so schöne Zitate, die tatsächlich auf mich auch zutreffen, weil ich immer so Selbstversuche mache, wenn irgendwelche technische Spielereien wieder da sind. Ich denke, jeder von Ihnen ist in dem Sinne ein Early Adopter, sonst würden da gar nicht diese vielen interessanten Poster hier hängen. Also diejenigen, die sehr früh sich mit einer Technologie beschäftigen. Wenn man das noch ein bisschen weiter strukturiert, dann wird es noch schöner für uns. Die haben bestimmte Eigenschaften, diese Menschen, die Early Adopters, sind alle sehr positiv. Ja. Jetzt ist meine Frau leider heute nicht da, der wollte ich das Bild eigentlich zeigen, was sie für einen tollen Mann hat. Aber ich denke, was da wichtig ist, was da so in der Mitte steht, da steht was von geringer Dogmatismus oder andersrum gesagt Pragmatismus. Pragmatisch mit solchen neuen Dingen umzugehen und zu experimentieren. Das ist, glaube ich, so die Rolle eines Early Adopters, was ich vor 20 Jahren angefangen habe und heute eigentlich auch noch mache. Und so eine positive Einstellung haben zu Wandel, da werde ich dann auch nochmal drauf kommen, und mit Risiko umzugehen. Ja, dieser Early Adopter ist also nicht nur etwas, was eine Erfahrung hat, sondern jemand, der eine bestimmte Rolle in einem Wandelprozess, in einem Innovationsprozess einnimmt. Und da haben wir auch verschiedene Methoden, Modelle, die sowas beschreiben. Das bekannteste ist hier dieses Modell von dem Rogers, der mal in seinem Buch The Vision of Innovations beschrieben hat, welche Menschentypen es eigentlich gibt und wie die mit Innovationen, so wie E-Learning, umgehen. Und eben diesen Early Adopters, die man dann noch unterscheidet zu Innovatoren und Early Adopters, das sind diese beiden blauen Felder, gibt es noch so Early Majorities, Late Majorities und irgendwelche, in Anführungszeichen, Stinkstiefel, die sowas gar nicht mitmachen wollen. Ja? Denken Sie mal an Ihre Institution und überlegen Sie mal, ob Sie da irgendeinen Resister identifizieren können oder so ein paar Late Majorities, die das immer noch ignorieren, dass es sowas wie E-Learning gibt und das vielleicht mit Vorteilen verbunden ist. Ja? Also das sind diese Rollen, auf die ich später auch nochmal eingehen möchte. Zu meiner persönlichen Ausgangssituation, ich bin ja gelernter Informatiker und dann Wirtschaftsinformatiker geworden mit meiner Promotion, habe auch lange Jahre in der Industrie gearbeitet zum Thema Wirtschaftsinformatik, Organisationsgestaltung, und 95 bin ich an diese Technische Hochschule Amberg-Weiden gekommen, und da war für mich die Frage in meiner Rolle als Professor für Organisation und Wirtschaftsinformatik, was heißt das für meine Lehre? Wie kann ich denn die damals bestehende Informations- und Kommunikationstechnik einsetzen? Was heißt es für meine Hochschule und mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Wie sieht denn die Studentenschaft aus? Und da wissen Sie ja alle, dass wir inzwischen schon bei der Generation Z angekommen sind. Jetzt sind zwar noch nicht an der Hochschule, aber in den Schulen sind sie schon. Die bestimmte Erwartungen haben und mit diesen ganzen Medien anders umgehen als vielleicht noch die Studenten vor 20 Jahren. Und eins war 1995, als sie angefangen haben, ein ganz großes Buzzword, eine große Welle, das war das Thema Internet. Das kam dann nämlich gerade an die Hochschulen. Und das war auch für mich so ein großer Auslöser, dieses Thema E-Learning anzugehen, weil mit dem Internet und den Möglichkeiten des Internets man natürlich ganz andere Möglichkeiten hatte, Lernszenarien zu gestalten und zu experimentieren. Wenn es um solche Technologien geht, dann beschreiben wir Wirtschaftsinformatiker, die gerne mit irgendwelchen Grafiken, und da kennen Sie, denke ich, auch eine Grafik, die inzwischen ja gang und gäbe ist, diese Hype-Kurven, die man da unterscheidet. Ja? Wo man also versucht, die Entwicklung einer Technologie über die Zeitstrecke zu beschreiben, und Erfahrungen sagen, dass sie immer so einen typischen Verlauf nehmen, solche Technologien. Dass nämlich am Anfang so eine Technologie sehr stark gehypt wird, wie der Name schon sagt. Ja, dass die Aufmerksamkeit sehr groß ist, dass es Tagungen gibt, dass es Förderprogramme gibt, was auch immer. Aber irgendwann gibt es dann mal so einen Gipfel, wo man ein bisschen ernüchtert ist und sagt, na, so ganz funktioniert es ja doch nicht. Und dann kommt so dieses Tal der Enttäuschungen. Aber die Erfahrung zeigt, irgendwann pendelt sich das in einen Zustand ein, wo man sagt, das kann eine neue Technologie eigentlich leisten. Ja, da gibt es viele, viele Beispiele für diese Kurven. Und es gibt auch regelmäßig immer noch solche Kurven, auch zum Thema E-Learning. Was immer wir jetzt machen, können Sie auf so einer Kurve irgendwo ablegen. Erfunden wurde das von einem Marktforschungsinstitut,
aus der IT-Technik der Firma Gartner, die auch 95 das erste Mal sowas gemacht hat. Ja? Und im Jahr 2002 hat ein Kollege, der Herr Kruse, mal versucht, die Entwicklung von E-Learning auf so eine Achse zu legen. Und da sieht man auch dieses Typische, was es so gibt am Anfang von so einer Technologie, also 95, Mitte der 90er Jahre, erscheinender Artikel, wie man Internet nutzen kann. Dann kommen irgendwelche Organisationen, die machen dann New York Online, Online-Universitäten. Dann kommen technische Lösungen wie erstes Corm-Schnittstellen. Und irgendwann kommt dieser Peak und ein Peak drückt sich wirtschaftlich auch in Aktienkursen aus. Ja? Deshalb stehen da immer Aktienkursen da oben, die dann irgendwann in den Boden fallen. Das ist dann, wenn Sie da ganz unten hinschauen. Aber so ein typischer Spruch, auf den wollte ich noch eingehen, den Sie da auch lesen können. Also ernstzunehmende Menschen in der Industrie behaupten dann irgendwelche Dinge. Ja? Postulieren da solche Sachen, wie hier stehen, E-Learning will become the next killing application on the Internet like E-Mail. Das war das Grundverständnis vieler Kollegen, ne, dass man das machen kann. Das waren aber Innovatoren und Early Adopters natürlich. Wie hat man das gemessen, an was hat man das festgemacht? Das ist auch ganz interessant, denke ich. Da gab es dann solche Hitlisten, die 100 meist vernetzten Colleges, Universitäten. Und da war natürlich das MIT immer so ein Vorreiter. Aber wenn Sie sich mal diese Kriterien anschauen, die man da hergenommen hat, ging es darum, Infrastruktur und Technik zur Verfügung zu stellen. Also man war froh, dass man hier einen vernünftigen Internetanschluss an der Hochschule hatte, dass man da PCs hatte, mit denen man das machen konnte. Das war damals E-Learning, ja, und da hat sich das ausgedrückt. Bezogen auf die deutsche oder bayerische Situation war das eine ähnliche Entwicklung, dass wir nämlich am Anfang, so in den Mitte der 90er Jahre, gab es viele Förderprogramme, die hießen Meile, Multimedia in der Lehre, ja, der Kollege Popp war da auch dabei, da haben wir schöne Sachen entwickelt und Beiträge gemacht. Es wurde eine Infrastruktur in Form des deutschen Forschungsnetzes aufgebaut und erweitert, ja. Da sprechen wir heute gar nicht mehr drüber, das gibt es halt. Und wir haben Organisationen gebildet, wie die Virtuelle Hochschule Bayern oder das DITS, ein Didaktikzentrum in Bayern, das entsprechende Qualifikationsmaßnahmen für Kollegen anbieten sollte. Ähnliche Erfahrung wie gerade von meinen Vorrednern, da kamen aber keine Menschen hin, da gab es zwar Kurse, aber keiner hat die besucht. Also auch da gab es dann so ein Teil der Ernüchterung und ich denke, jetzt sind wir halt auf diesem Weg zu einer vernünftigen Nutzung des Ganzen. Und das Ganze drückt sich heute aus meiner Sicht mit einem neuen Schlagwort aus. Jetzt ist es nicht mehr das Internet, sondern die Digitalisierung. Wenn Sie heute das Wort Digitalisierung in den Mund nehmen, strahlen die Augen jedes Politikers und er sagt, da gibt es Fördermittel. Wen man damit erreicht, muss man mal gucken. Ja? Im Sinne des Resümees, was E-Learning betrifft, hat man bei uns, das sind diese blauen Bände, mal eine Zusammenfassung gemacht aus verschiedenen Perspektiven. Wie gehen heute die Studierenden mit E-Learning um? Wie gehen Hochschulen damit um? Wie gehen Dozenten damit um? Und wenn man die sich mal durchliest, dann ist das natürlich so, wie man es erwartet, noch ziemlich ernüchternd. Also haben von 2014 bis 2016 ungefähr 70 Expertinnen, vielleicht auch einige von Ihnen, weiß ich jetzt gar nicht, an 6 Themengruppen gearbeitet und mal versucht, ein Resümee zu bilden. Und das Resümee lautet, die meisten deutschen Hochschulen nutzen erst einen kleinen Teil der Möglichkeiten, die neue Lerntechnologien bieten, mit denen heute aber bereits vielfältig experimentiert wird. Andersrum gesagt heißt es ja, an Hochschulen experimentiert man immer noch mit E-Learning, nach 20 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Also irgendwie sind wir da noch nicht weitergekommen. Frage ist, wie kommen wir da weiter? Sage ich dann auch noch was dazu. So, wenn man sich das ein bisschen näher durchliest, dann haben die da so verschiedene Klassen gebildet und mal versucht, den Stand hier aufzuzeigen. Ganz oben finden Sie so typische Lernszenarien, die unterschieden haben, nämlich das Szenario Anreicherung, das ist dieser klassische Ansatz. Wir nehmen ein Moodle-System und in Moodle-System liegen die PDFs der Dozenten drin. Und das war dann E-Learning. Ja? Früher hatte man da einfach einen zentralen Platte genommen, ein Plattenlaufwerk und da hat man das draufgelegt, heute nimmt man halt ein Lernmanagementsystem dazu. Das ist wirklich Alltag an Hochschulen. Frage ist, ist das schon E-Learning? Der zweite Punkt wäre die Integration, das sind Blended Learning Ansätze, ja, wo er dann doch, denke ich mal, E-Learning anfängt.
die Hoffnung, die da steht, es ist immer häufiger zu finden. Also da gibt es scheinbar schon Quellen, die schon etwas tun. Da könnte man sich fragen, wie kann man denn die noch weiter treiben zu diesen anderen Gruppen, zu diesen Late Majorities oder zu diesen Resistors. Und das typische Online-Lernen, das ist selten Teil einer Hochschulstrategie. Also das wird noch so als Exot, denke ich, betrachtet. Unten sehen Sie dann so Ergänzungen dazu, die natürlich aus unserer Sicht des E-Learns interessant sind, wie Interaktion und Kollaboration. Wie kann ich solche Kollaborationskanäle nutzen? Wie kommuniziere ich denn mit den Studierenden im Sinne eines E-Learning? Wie nehme ich offene Bildungsangebote mit ein, offene Bildungspraxis? Wie sieht es denn mit Spiel und Simulationen aus, mit der Personalisierung, da kommt Learning Analytics rein, oder mit Selbststudium-Umgebungen? Und wenn Sie da unten so sehen, was da in den die Ergebnisse sind, da steht dann Potenzial selten ausgeschöpft, wenig Akzeptanz, geringe Verbreitung, wenig eingesetzt, gelegentlich eingesetzt. Also da hört das E-Learning dann plötzlich an Hochschulen auf, ja, aus heutiger Sicht. Frage ist, und da kommen wir jetzt in die Innovationsforschung, in die Organisationsentwicklung, was sind denn eigentlich die Kriterien, die dafür sprechen, dass so eine Innovation schnell oder akzeptiert wird bei den Betroffenen, bei den Beteiligten? Und da hat auch der Rogers aus seinen Erkenntnissen mal diese 2, 4, 5 Kriterien aufgeführt. Eine Innovation wird umso leichter akzeptiert, je besser der relative Vorteil ist, je eher ich für mich einen Nutzen sehen kann. Je kompatibler es ist mit meinen Wertvorstellungen, mit dem, was ich eh schon tue, wenn es dazu passt, dann nehme ich sowas. Je geringer die Komplexität ist, ja, wenn es einfach zu bedienen ist, dann spricht es dafür. Denken Sie mal an die ersten Installationen von Moodle, da würde ich sagen, das war alles andere als einfach zu bedienen. Die Erprobbarkeit, wie leicht kann ich das denn mal einfach mal spielerisch austesten? Ja? Denken Sie heute an so Cloud-Lösungen, da können Sie einfach einen Account sich anlegen und schon können Sie das tun, sowohl die Dozenten als auch die Studierenden. Und wie leicht kann ich das kommunizieren, kann ich diese Vorteile anderen vermitteln? Ich denke, das können Akademiker ganz gut, also das sollte nicht der Grund sein. Ich denke, schwierig oder herausfordernd ist hier der relative Vorteil, für sich zu finden, ja, denken Sie an diese verschiedenen Gruppen, wie würde eine Late Majority den relativen Vorteil für sich denn definieren und die Kompatibilität zu den eigenen Wertvorstellungen, zu dem, wie wir eigentlich Lehre tun, ja, viele Dozenten Lehre tun. Und das Ganze wird ein bisschen komplizierter, wenn man jetzt an die Leute denkt, die das tun. Ja, was haben wir, mit wem haben wir es denn in der Lehre zu tun? Mit Studierenden, mit Lehrenden und mit Lernenden. Das ist, glaube ich, so ein Grundproblem, ja, dass die Lernenden, das liest man ja auch immer wieder, vielleicht ein anderes Verständnis haben, Generation Y und Z, als die Lehrenden, ja, die noch ein bisschen hinterherhinken. Aber das Ganze kompliziert sich ja, dass es in heutigen Lernszenarien auch immer mehr eine Durchmischung gibt, dass der Lehrende ja eher ein Coach ist und dass der Lernende auch sein Wissen weitergibt im Sinne eines Peer-Ansatzes. Also damit kompliziert sich das Ganze, denke ich, noch ein bisschen. Und all die haben diese Kriterien für sich, die beurteilen so eine Innovation für sich. Also haben wir diese Diskrepanz zwischen modernen Lehr- und Lernformen und diesen klassischen Lehr- und Lernformen. Muss ich jetzt nicht vorlesen, wissen Sie selbst. Das eine könnte man so zusammenfassend noch bezeichnen, liest man auch ab und zu als Brick-and-Mortar-Teaching, ja, so wie es halt früher war. Und das andere, da geht es um die Net-Learner. Was haben die für Ansprüche, wie verhalten die sich, wie lernen die? Und da brauche ich natürlich auch den Net-Teacher dazu, der das auch vernünftig rüberbringen kann und in solchen Lernszenarien auch produktiv arbeiten kann. Mit wem es da mit den Net-Learnern zu tun hat, wissen wir ja alle, bloß nochmal, damit uns das bewusst wird. Das ist so ein bekannter Aufsatz, glaube ich, einer irischen Schülerin, ernst zu nehmen, das hat es so geschrieben. Mit diesem Ansatz, mit möglichst wenig Zeichen, möglichst viel Inhalt rüberzubringen. Wenn man das übersetzt, braucht man schon 165 Zeichen. Also da sehen Sie diesen einen dieser Merkmale oder dieser Erscheinungen, die wir ja alle gut kennen. Ich mache seit einigen Semestern Frage, ich meine Studierenden, fühlt ihr euch als Digital Natives? Ja, um einfach mal zu testen, ist das ein Begriff, den ein Studierender in der Oberpfalz natürlich auch für sich reklamiert? Und da stellt sich heraus, so eindeutig ist es natürlich nicht.
Es gibt welche, die sagen, ich bin Digital Native, der andere sagt, nee, ich bin keiner. Der dritte sagt, ich möchte schon einen Unterschied, ob ich privat einer bin oder an der Hochschule einer bin. Also auch da würden wir solche verschiedenen Gruppen finden, Akzeptanzgruppen, ja, die wir vorhin gesehen haben. Aber ich nutze da so ein digitales Board, sehen Sie ja, wer es kennt. Das machen die schon. Auf Seiten der Lehrenden gibt es natürlich auch diese Vorbehalte, wenn wir jetzt mal in diese Late Majority gehen vor allem, ja, und diese Resisters, da gibt es ja dann immer solche Aussagen, dass die Studierenden ja nicht mehr so waren wie früher, ja, dass alles schlechter geworden ist, dass die Muttersprache nicht mehr so passt und was da so steht. Ja. Wenn Sie dann mal hinterfragen, woher das kommt, dann werden Sie merken, das erste Zitat ist von 1912 und das zweite vom Jahr 2012. Es sind 100 Jahre dazwischen. Offensichtlich hat sich da nichts bewegt. Ja. Müsste man jetzt da schließen. Frage ist, könnte ich denn mit E-Learning da was ändern? Ja, wenn ich das wieder als Innovator sehe, als Early Adopter, würde doch die erste Frage sein, könnten wir da mit E-Learning was haben, mit Brückenkursen oder sonstigen Dingen? Wenn man jetzt von der Organisation ausgeht und sie fragt, ja, wie kann ich denn jetzt diese Early Adopter, diese Late Majority da auch vielleicht mit rüberbringen? Kann ich mal wieder eine Anlehnung an die Innovationsforschung machen und mir überlegen, ja, wie ist denn so eine typische Adoptionsverlauf in eine Bildungseinrichtung, in einer Organisation? Da sehen wir diese typische S-Kurve, die heißt, zunächst machen das natürlich Innovatoren und Early Adoptoren, aber irgendwann geht es über zu diesen Early Majorities und Late Majorities. Wenn Sie jetzt wieder an Ihre Hochschule denken und mal diese Gruppen und Ihre Kollegen und Kolleginnen sich anschauen, können Sie sich fragen, wo sind wir denn da? Sind wir denn schon irgendwo ein bisschen weitergekommen als im ersten Drittel, wenn man das ganzheitlich als Hochschule sieht? Das hängt wieder von verschiedensten Kriterien ab, soll uns jetzt nicht kümmern. Letztendlich machen Hochschulen die Erfahrung, dass so ein E-Learning, die Einführung von E-Learning gar nicht so einfach ist. Idealerweise würde es sowas so aussehen. Ja, ich versuche ein E-Learning-Programm aufzusetzen, heute würde es heißen, digitale Lehre machen wir jetzt alle. Und irgendwann wird es von den meisten Kolleginnen und Kollegen akzeptiert und ich habe vernünftige Lernszenarien gefunden. Es gibt aber auch andere Verhaltensmuster, ja, sowohl in der Wirtschaft als auch in Bildungseinrichtungen. Man stellt oft fest, ja, die Kollegen ignorieren das einfach, was es da gibt. Ja. Denken Sie an so Lernmanagementsysteme, an Kurse. Es ist kein Take-off passiert. Ich bekomme erstmal so eine Zustimmung, aber irgendwann ziehen die sich alle wieder zurück, weil sie sagen, es ist ja eh nicht so toll. Oder ich komme dann nur in gewissen Stufe hoch. Ja, ich nutze Moodle, um Dateien abzulegen, aber sonst mache ich nichts damit. Ja, also ist gar nicht so einfach, will ich damit sagen. Die Politik reagiert wie immer, zumindest bei uns in Deutschland, zum Thema Digitalisierung. Es gibt wieder Förderprogramme wie vor 20 Jahren. Es gibt wieder irgendwelche Tagungen dazu. Frage ist, erwische ich da nur die Early Adopters und die Innovatoren oder auch diese anderen Gruppen, die ja genauso wichtig sind, um das ganzheitlich zu sehen? Ich denke, da kann man auch einen anderen Ansatz sich mal überlegen, nämlich man kann in den Lösungsansätzen von Change Management, nennt sich das so hochtrabend, schauen, wo genau diese Gruppen auch betrachtet werden und man schaut ganzheitlich, ja, wie kann ich denn diese Gruppen beeinflussen, um etwas umzusetzen. Und die Einflusskriterien sind einmal die Änderungsbereitschaft und zum anderen die Änderungsfähigkeit, an der man arbeiten kann. Ja. Das sind die beiden Ebenen. Und wie kann ich die beeinflussen? Die kann ich beeinflussen durch entsprechendes Wissen um E-Learning, durch die Qualifikation zum E-Learning, durch Motivation und durch Enabling, durch organisatorische und technische Maßnahmen, damit die das auch tun können. Daraus könnte ich einen ganzheitlichen Plan machen, wenn ich die Absicht habe, in einer Hochschule ganzheitlich E-Learning einzuführen oder E-Learning-Szenarien einzuführen, um letztendlich, denke ich, mit den ganzen tollen Dingen, die wir hier haben, die wir hier auch sehen, im Sinne, den Begriff fand ich so schön, von dem Kollegen Handke, einer konstruktiven Disruption, unsere E-Learning-Elemente zu nehmen und damit eine neue und vernünftige und interessante Lehre aufzubauen, und zwar ganzheitlich. Gut, das waren meine Sicht aus Sicht einer Organisation aus der Wirtschaftsinformatik. Jetzt übergebe ich an meine lieben Kolleginnen, die jetzt in die Praxis steigen und dann nochmal ihre Erfahrungen uns geben.